Hallo und willkommen wieder bei Minecraft mit der Folge 11. Wir sind gerade dabei, meine große Lagerhalle hier, meine Scheune einzubauen. Dabei hat mir auch hier schön braven Creeper geholfen. Ja, war eine tolle Geschichte. Aber es ist nicht passiert, wie gesagt, er hat mir nur geholfen, hier ein bisschen schneller auszuheben. So. Und ja, jetzt bin ich schon wieder hier. Am Ende ein bisschen Kupfer habe ich hier noch gefunden. Da ist noch ein bisschen Kohle, weil ich den noch abbauen werde. Und dann hoffe ich, dass das auch so funktioniert. Wenn ich dann erstmal die Übersicht habe über alle Items, die ich hier im Garten drin habe, dann werde ich höchstwahrscheinlich nochmal den ganzen Garten hier umgraben. Das heißt, alles nochmal woanders hinlegen. So, habe ich jetzt hier nicht, dass ich aus Versehen Holz mit drin gemacht habe? Nee. Denn das ist doch eine ganze Menge, was wir hier haben. Und jetzt im Moment ist mir das mit dem Garten so ein bisschen unübersichtlich geworden. Aber wie gesagt, das kriegen wir dann auch noch irgendwie in den Griff her. Ja, bloß wir brauchen erstmal ein ganz bestimmtes Ordnungssystem, dass wir hier dann auch ganz gemütlich weitermachen können. So, Holz brauche ich noch. Jetzt ist es langsam knapp hier. Mal zweimal mitnehmen. Übrigens hatte ich meine Bäume gefunden, die waren nur in einer falschen Kiste drin gewesen. Die Kirschbäume habe ich dann natürlich auch gleich angesetzt. Ja, da stehen sie, sind doch schon am Wachsen, die Teile. Mal gucken und so, meine Melonen sind schon gekommen, sehr schön. Und hier sind die ersten Kirschen auch schon dran. Ja, das ist mir zwar auch noch ein bisschen eng, das werde ich auf jeden Fall auch noch verändern. Aber wie gesagt, wir müssen hier erstmal den Garten so ein bisschen hinbekommen. Und das klappt ja nur, wenn wir endlich mal in der Scheune alles richtig einsortiert haben und uns Übersicht geschaffen haben über unsere ganzen unterschiedlichen Pflanzen und dass das dann alles ein bisschen sortiert ist. Ja. So, hier hinten, das wird allerdings ein dunkler Raum, da müssen wir zusehen, dass wir das schön hell einrichten hier. Mal gucken, ob unsere Dorfbewohner da auch noch weiterhin hier den Glowstone anbieten. Und dann werden wir uns da erstmal noch ein bisschen was holen, Portale und so weiter, die werden wir uns später machen. Erstmal, bei mir ist es jetzt hier erstmal wichtiger, den Hof richtig schön hinzubekommen, dass hier die ganze Wirtschaft einwandfrei funktioniert. So. Jetzt habe ich hier wieder meine Angst, ja. So. Dann haben wir das. Das kommt mal hier durch. Jawohl, das lassen wir auch Tatsache zu. So. Das klappt gut, ja. Das ist natürlich von der Größe her, die frisst ja hier richtig an Material. Wir werden hier hinten die Kammer, die weg natürlich, die wird zweietagig sein, weil ich keine Lust habe, dass mir von da oben denn die Monster hier auf den Kopf fallen, ja, oder in meinen Garten drin fallen. Und dann nutzen wir das natürlich auch gleich aus und werden das. Hey, was machst du denn hier? Wir werden das natürlich auch gleich alle zweietagig machen, ja. So. Okay, das haben wir erstmal soweit. Dann müssen wir uns gleich überlegen, eigentlich, wie wir auf die zweite Etage raufkommen. Entweder
Das wäre immer noch das Günstigste, wenn wir uns hier an der Seite mal eine Treppe dann hoch, genau. Ach, jetzt habe ich die Steine schon wieder weggebracht, ja. Da werden wir uns eine Treppe hoch machen mit Eingang in die zweite Etage und das kann ja dann soweit abgesichert werden, ja. Ich würde mal jetzt für die Ecken brauche ich ja jetzt hier die Steine hier. Vielleicht machen wir uns da auch einen breiteren Eingang. Wenn die ganze Umzäunung, die wird ja dann sowieso aufverlegt, dass wir uns hier nicht mehr durch 100.000 Schlösser durchackern müssen hier. Steine hat man hier drin. Ja, immer glaube ich reicht aus hier. Und dann können wir da weitermachen. So, ich dachte mir, das soll sowieso, ups, ein bisschen Luft ja dann, ja, das ist das eben hier, man will da rein. Und wir können das noch nicht, der Zaun, das muss alles dann weitergezogen werden. Gut, dann werden wir erstmal hier jetzt, das wird ein Teil auf einer Zaun, das heißt also hier kommt das hin, genau. Bis oben hin. Dann hier genauso. So, und dann können wir hier das nämlich auch schon. Wie ich das mit dem Dach mache, weiß ich auch noch nicht. Ich muss erstmal gucken, wie das aussieht, wenn das fertig ist. So, und das werde ich so machen. Da doch nicht hin, ja. Sondern dahin. So, und jetzt können wir hier eigentlich das mit den Zaunfällern machen. So wie ich mir das vorgestellt habe. Denn hier auf der Seite stehen die Gerätschaften. Und dadurch brauche ich hier, lasse ich das offen. Wie sieht denn das aus? Mal gucken. Das können wir auch ruhig offen lassen. Dann haben wir nämlich hier auch genügend Licht drin hier vorne. So, hier kommen Regale hin, da kommen Regale, da kommen Regale hin. Kisten kommen auch noch in die Mitte. Eigentlich müssten die ganzen Werkbänke hier in der Mitte stehen. Da können wir aber noch untere Kisten hinbauen. Wir gucken einfach mal. Vielleicht machen wir doch so, ziehen hier noch ein halbes Teil rüber und können da oben noch Kisten hinstellen und mal schauen. So, dann das hier auch gleich mal machen. Das hier. So, von hier ab natürlich wieder. Okay, und das hoch und rüber dann, ja. Hier müssen wir es natürlich auch hochbauen. So, ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das eigentlich vorstelle, ja. Mal schauen. So, dann das natürlich hier rüber. Gut, von der Warte aus, hier werden wir das auch so machen. Erst diesen Holzrahmen. Ah, hier, die Seite machen wir dann zu. Dann machen wir das so. Ne, dann machen wir das auch so. Und hier kommt dann Gitter rein wieder. Genau, jawohl. Und hier die Seite. Lassen wir da noch Licht drin oder nicht oder doch. Wir gehen erstmal schlafen. Denn jetzt, wenn jetzt ein Creeper wieder zum Helfen kommt, dann wird schon wieder ein bisschen peinlich hier. So. Und schnell mal hoch hier. Gut.
Na komm, schlaf ein bisschen schneller. Time is money. Ja, ich finde, die Tage gehen ein bisschen schneller rum. Es kommt mir immer vor, als ob die Nächte viel, viel länger dauern. Ja. So, hier wären wir dann halt jetzt eine Halbstufen bei. Ja, habe ich bei. Dann wären wir hier. Na, hier müssen wir ja, erstmal hier den ausfüllen. So, und dann werden wir das hier mit Halbstufen belegen. Und dann, ja. So ist das schon ganz gut. Ach, Mann, ich habe Hunger, sehe ich gerade hier. Das sollte natürlich. Ich habe so viel zu essen, wenn ihr kurz vor dem Verhungern, ist ja auch lustig. Mein Gott, reicht. So. Tja, wenn wir das aber hier dann nur, wir werden mal nur hier oben. Und dann haben wir hier nämlich noch Platz für Regale. So. Regale und Kisten. Genau. Das werden wir auch hier nur oben machen. Und dann hier den Platz für Regale und Kisten. Okay. Ja, so wird das schon ganz vernünftig hier. Ja, dann müssen wir uns überlegen, achso, das kommt ja dann, das wird ja hochgezogen. Das wird hier auf jeden Fall Dachboden. Ja. So. Ups, jetzt schon wieder unser Holz alle. Ne, hier haben wir noch ein bisschen. Ich muss aber auch noch die Bäume anpflanzen hier. Denn ich will nicht im Mix bauen hier. Schwarzholz und Eichenholz hier, das wird nachher auch so doof. So. Okay, dann haben wir die Mitte erstmal zu und jetzt können wir oben das Teil natürlich dann hier vorbereiten, die Treppen, die werden hier anfangen. Genau. Da brauchen wir natürlich wieder Stein zu. Und das würde heißen, die Treppen gehen da hoch. Dann machen wir das so hier. Ja, dann werden wir aber den kleinen Tümpel hier, das werden wir noch zumachen dann. So, hier ist die erste Stufe. Zweite. Dritte. Jetzt haben wir aber Erde nehmen, ja. Das wäre natürlich günstig, wenn wir da jetzt auch bis rankommen. Und dann wäre hier nämlich Eingang. Das heißt also, so müsste es sein, genau. Ja, hier ist dann der Boden. Das wäre der Eingang. Und das heißt natürlich, das kommt dann weg. So, und damit ist das hier oben auch ein durchgehender Raum. Den wir jetzt natürlich auch noch dementsprechend hochbauen können. Und das werden wir ähnlich machen. Das wird ja reine Weglagerraum. Das heißt also, hier könnten wir im Prinzip so weit ringsherum alles zumachen, komplett, und lassen dort einfach nur zwischendurch ein paar Löcher als Fenster her.
Genau, so, das würde also heißen, das muss hier zu. Machen wir mal erstmal die Wand hier. So, da können wir sowieso nicht rausgucken, also kann die Wand komplett zugemacht werden, ja. So, die kann komplett zugemacht werden. Die Wand hier, da könnten wir schon, und zwar an der Stelle, jetzt ist unser Holz, da haben wir nochmal. Und zwar könnten wir weg hier. Hier. Hier lohnt sich eigentlich auch noch nicht so richtig. Ja, Fenster, die hauen wir später rein. Die hauen wir später rein. Das müssen wir aus der Bewegung heraus sehen, ja. So. Das könnte natürlich, wenn wir das als schräge machen, könnte das auch noch Abstellfläche hier werden. Ja, mal gucken. Wir wollen das auch schon mal dicht machen, ja. Aber hier kann auf jeden Fall ein Fenster rein. Genau, da können wir sogar dann etwas größer durch rein machen, ja. Und das wird dann natürlich ein Gitterfenster hier. Ja. So, dass wir hier auch ein bisschen Licht haben und Ausblick. Naja, auf den See hier, das macht sich ganz gut. Hier kommt die Dachschräge hin. Da kommt das nämlich auch weg. Das wird der Eingang. Genau. Und hier muss dann natürlich dementsprechend machen wir das einfach noch weg hier. So. Und dann könnte man ja hier das irgendwie absichern mit dem Zaun. Ja. Was heißt absichern mit dem Zaun? Wie kommen wir denn auf jeden Fall? Das müsste ja dann bis da runter abgesichert werden. Dann könnten wir das, warte mal. Dann machen wir das eben mit einer kleinen Mauer. Was ist denn das für ein schöner Baum? Geisterholz. Geisterholzbaum. Den machen wir gleich. Weidenholz. Achso, eine Weide ist das. Eine Weide. Na gut. Warum hat denn der da oben abgeklappt? Ich hätte ja direkt da hier unten abklappen können. So, dann gucken wir mal, was wir da rausgekriegt haben hier. Weidenholz, der Heuler. Aha, gut. Weinholz Setzlinge, 13 Setzlinge, was wollen wir mit so vielen Setzlinge? Dann klappen wir uns doch gleich mal wieder in neuen hin, hat ja schick ausgesehen, der Teil. Stängelgarten, ne, Stängelgarten haben wir noch, warum wechseln ja nicht nur Stängelgarten hier? Da mal eine Weide hin. Upsa. Hier mal eine Weide hin. Also hier weg auf jeden Fall noch einige zumachen, was ist denn das da unten? Achso, das ist so ein Maulwurf. Da ist noch Kupfer oder sowas, das müssen wir uns auch noch holen. Hm, hier gibt es noch so viel zu tun, Leute. Arbeit über Arbeit. Aber das ist schön, man hat hier so eine Abwechslung jetzt im Moment drin. Finde ich gar nicht mal so übel. Irgendwo Erde, ja. Hier haben wir Erde. So, ich hatte jetzt also mir gedacht, dass ich hier eine Mauer setze. Genau, das ist dann immer noch das Sicherste. Wenn ich hier sah, einfach sag mal, ja, das jetzt, ja. Okay. So, einmal, die müsste hier auf jeden Fall 2 hoch sein, ja. Oder ich hau hier noch 2 weg, dann brauche ich das nicht so hoch machen, genau. Machen wir das so. Okay.
Machen wir das einfach so, dann kappen wir den Berg hier noch ein bisschen, ja. So viel ist das ja nicht, ja. Immer noch eine Weile hinsetzen. Wir müssen jetzt das E, muss ich mir noch was einfallen lassen. Dass denn hier unten, ein Schippereiter noch hier, dass denn hier unten das natürlich auch so weit dichter ist. Von hier, das muss bis darüber dicht sein, und hier geht es ja dann steil ab. Dann kann man das hier vielleicht auch mit Zaun oder sonst was machen. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen lassen hier, dass das alt ein bisschen sicherer wird, ja. Ja, ich muss jetzt hier durch. Also im Moment ist das ja hier ein richtiger Hürdenlauf zu meiner Hütte hin, zum Beispiel der Zaun, das muss alles weg, aber das kann erst weg, wenn das äußere Gebiet abgesichert ist und natürlich denn hier dieses Gebiet auch ausreichend Licht bietet. So, nochmal schnell schlafen, dann nehmen wir uns kurz mal Steine noch mit, dass ich wenigstens die Mauer andeuten kann. Und dann ist unsere Zeit soweit auch erstmal wieder rum. Jetzt habt ihr erstmal eine Vorstellung, wie ich das denke. Ja, ich habe es gerade gesagt, ich wollte Steine mitnehmen. Ja. Ja, dann habt ihr erstmal eine Vorstellung, wie ich mir das bauen will hier. Und dann hoffe ich, dass ich beim nächsten Mal soweit bin, dass wir mit der Produktion der ganzen Kisten anfangen können. Und das ist ja dann doch eine ganze Menge. Und dann habe ich Folgendes gesehen. Achso, das zeige ich euch gleich mal noch hier. Und zwar, wenn man jetzt die rechte Shift-Taste drückt, die linke Shift-Taste drückt und jetzt mit rechts draufklickt, geht's ja an. Nee. Da muss ich bestimmt eine leere Hand haben. Wa? So. Ja, genau. Dann kommen wir in dieses Menü ran und sehen, was wir hier schon drin haben. Ne? Und wir können die Dinge upgraden. Und das heißt bestimmt, dass wir dann viel, viel mehr hinbekommen. Zum Beispiel hier, da sehen wir, der hat schon 89 Brombeeren, also 89 in einem Fach drin. Also hier kriegt man doch auch eine ganze Menge drin. Jetzt könnte ich hier noch was zweiter drin machen. Und wenn wir da auch noch ein Upgrade dann draufsetzen, dann passen also in diese Kisten hier richtig viel Zeug drin. Werde ich also nicht diese Kisten bauen, sondern hauptsächlich diese ganzen Regale hier. Ich hoffe, dass das dann auch klappt mit dem Transportsystem, dass die irgendwie miteinander sich dort verbinden können, ja. Also mit den Upgrades da, und wenn man da so 4-5 Upgrades drin machen kann, dann ist das ja schon eine richtige irre Geschichte, ja. So, jetzt könnten wir hier, wir hätten Treppen hätten wir gleich machen können, aber mir ging es jetzt erstmal hier um die Mauer hier. So, und dann können wir das nämlich hier dahin ziehen, und dadurch, dass wir das hier jetzt weggenommen haben, brauchen wir die nicht derartig hochzuziehen. Hier ist klar, das muss ja noch, das ist ja unsere oberste Etage hier, die brauchen wir natürlich nicht so hoch machen wie die unterste Etage, und hier brauchen wir dann wirklich nur, genau, nur zwei hoch machen. Zwei hoch, dann kommt da nämlich keiner rüber, von der Seite aus. Da können wir dann immer noch, wenn wir auch drei hoch machen, dann machen wir eben hier ein paar Löcher und setzen Gitter nachher noch ein. Das passt dann auch noch. So. Ja, und das müssten wir jetzt auf jeden Fall, muss das bis runtergezogen werden, ob wir wollen oder nicht. Bis dahin, und dann muss ich irgendwie hier rüberkommen. Genau. So. Das wird ja zugemacht noch, das Loch da.
Und hier unten werden wir dann auch noch irgendwie, das werden wir nutzen, nicht hier als einfache dunkle Ecke, sondern da machen wir dann auch noch irgendwas drin. Ja, kleine Lager, vielleicht noch so denn als Fischlager oder sowas, ja. Dann haben wir den stinkenden Fisch von unserem Haus nämlich weg da, ja. Ist ja auch nicht schön, ne, wenn man so stinkenden Fisch am Haus hat, wenn es auch noch warm ist und die Sonne den ganzen Tag scheint hier. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch so ein bisschen unangenehm wird. So, bis hierhin. Und dann kann man das so ein bisschen abschrägen hier. Und dann ist von der Warte aus Schicht. Das ist klar, die Wasserseite müssen wir dann eh noch zumachen. Und hier das Teil müssen wir auch zumachen. Sonst erleben wir da bestimmt nicht mit Holz. Ja. Dafür ist das Holz zu schade. Ich wollte doch Erde. Da haben wir. Da haben wir die Erde und da kann man dann das hier alles. Ja, das geht auch noch tiefer hier. So, und das werden wir natürlich dann alles richtig dicht machen. Das ist ja ein richtiger großer unterirdischer See hier, Mensch. Vielleicht kann man da noch so eine kleine Oase oder sowas hier, so eine kleine unterirdische Oase draus machen, ja. Ich werde das mal erstmal schön ausleuchten. Ah, ups. Ja, wollte ich doch das hier. So, da müssen wir natürlich dann auch noch das Zeug abbauen, ja. Aber so, vielleicht machen wir hier draus noch was. Also werde ich das nicht ganz zumachen, ja. Ja, mal gucken. Und so machen wir. Und dann werden wir das hier erstmal ausleuchten noch. Und ja, hier ist ja der Wasserspiegel höher und hier ist auch noch ein Haufen Lehm drin, den werden wir auch noch rausnehmen. Da wird das jetzt erstmal, na, das lassen wir jetzt erstmal so. Und da dann, na, mal gucken, wie wir das am besten machen. Ja. Na, auf jeden Fall, wir werden das erstmal hier so lassen. Machen wir jetzt hier oben weg. Hier ein bisschen mehr Licht ist, so. Dann können wir doch hier noch irgendwas draus machen. Ja, denke ich mal, ne? Und das dann hier hochziehen. Haben wir zwar hier eine große Mauer, da können wir schön dann was runterranken lassen. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen. Vielleicht nehmen wir diese Schicht dann hier auch noch weg. Ach, da lassen wir uns schon was einfallen. Da passt auf jeden Fall was drin. So, dann werden wir da drüben, so ähnlich wie ich es da vorne schon gemacht habe, ja. Da werden wir dann auch noch eine Sandbank ziehen. Die reicht dann bis hier ran. Und dann kann da nämlich auch ein Zaun vorne, haben wir trotzdem hier unser Wasser. Und zum Bootsteg hier gehen wir hier rüber, dann mit dem Gartentor und dann in der Mitte werden wir unseren Bootsteg irgendwie platzieren. Und das werden wir uns dann auch noch alle draus holen. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder mal mit unseren Minecraft-Mods hier. Hier unten, das werden wir gleich noch machen. Ja, dann fasse ich das wieder mit Holz. So, dann können wir hier zumindest schon Türen einsetzen. Und hier, das wird dann auch die Tür zugemacht. Jetzt haben wir gerade noch Holz in der Tasche hier. So, haben wir noch was? Oder schon alle jetzt? Erde, Eichenholzbretter und da auch noch ein paar. Und das ist Erde hier. Okay. Ja, die mal schnell noch aufbrauchen hier. Und dann haben wir nämlich hier unten die erste Kammer schon fertig praktisch. Warum habe ich hier? Achso, da wollte ich dann natürlich auch hier das einsetzen. Okay.
So, dann ist das zu. Da kann es nicht mehr auf den Kopf fallen, zumindest innen jetzt erstmal nicht. Und das kriegen wir jetzt auch noch schnell zu. Und dann sind wir erstmal mit unserer Folge hier auf jeden Fall am Ende. Ja, unser Hof hier, unser Territorium wächst langsam. Diesmal ist keine Burg, aber ich ahne schon, wenn wir hier so weiter ausbauen, dann nimmt es hier noch ein paar bestimmte Dimensionen an, die dann natürlich schon wieder, so, ich werde mal jetzt hier erstmal wahllos verteilen, ja, Hauptsache hier spawnt drinnen nichts hier. So, und dann nimmt das natürlich dieser ganze Hof dann doch noch richtige Dimensionen an. Schauen wir uns das mal kurz von oben an. Kreativ. Und dann sehen wir mal schon, was das jetzt für ein riesiges Gebiet geworden ist. Unser Pferdestall, Kühe, Schafe, dann unser kleines Häuschen, dann kommt dieser Teil hier. Natürlich auch extrem. Ja, hier kommt jetzt schon die erste Mauer rum. Ja, ja, es wird schon langsam, es entwickelt sich langsam. Hier kommt eine kleine Fischerhütte hin. Es ist ja eh nur ein kleiner See, es ist ja kein Fluss hier, wo wir das dicht machen können. Und damit sieht unser Gebiet schon richtig gut aus. Von hier aus, das ist ein Fluss, aber der kommt ja hier rum und fließt da lang. Also da verbauen wir dann auch nichts hier. Gut. Ja, ich finde, das gefällt mir. Wir haben zwar viel Arbeit hier, aber es ist eben sehr, sehr interessant, weil so viel hier zu tun ist. So, gehen wir wieder zurück in unseren Überlebensmodus. So. Und dann können wir erstmal ins Bett gehen, zwischendurch mal wieder mal abernten hier und ja, aber hier müssen wir müssen das systematisch alles ein bisschen anders anordnen. Hier in eine Ecke Beeren, in der nächsten Gemüse, in der nächsten Obst und so weiter und so fort. Da muss also noch einiges passieren. Unser Getreidefeld, das werde ich auf jeden Fall auch noch größer machen, weil Leder brauchen wir jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Menge. Ich habe da noch mehr gefunden mit Leder. Außer den Rüstungen und die Rucksäcke und so weiter. Also dass wir da auch erstmal ein bisschen mehr Vorrat haben, denn die Tierfallen, die bringen ja nicht allzu viel. Gut, liebe Leute. Dann möchte ich mich natürlich auf jeden Fall noch bedanken für die 200 Abos, die ich jetzt drin habe. Seit heute habe ich gesehen, sind die drin. Und ich finde das fantastisch. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an alle, die mir treu jedes Video gefolgt sind, hier ihre Kommentare geschrieben haben und auch natürlich dafür gesorgt haben, dass meine Videos ein bisschen bekannter werden. Also, vielen, vielen Dank nochmal. Gut, damit sagt euch Tschüss, Wolle 158. Bye, bye.